Wolgograd, Metropole im Süden Russlands, früher Stalingrad. Schauplatz der blutigsten Entscheidungsschlacht des Zweiten Weltkriegs. Sommer 1942. Deutscher Großangriff im Südabschnitt der Ostfront. Wer hier mitmarschieren muss, weiß, was ihn erwartet. Ich habe immer gedacht, Menschenskinder, jetzt bist du gerade 18 Jahre geworden. Ich sollst diesen Quadratmeter Boden in Russland, den verteidigst, sollst du da jetzt liegen bleiben, sollst du da sterben? Ich will nicht sterben. Das habe ich dauernd gedacht. Schlachtfeld Stalingrad. Häuserkampf. Keine Rücksicht auf Verluste. Auf beiden Seiten. Ja, wir haben wirklich mit einer Niederlage rechnen müssen. Unsere Division, manchmal 11.000, 12.000 Mann, waren innerhalb weniger Tage vollständig aufgerieben. Sie waren einfach verschwunden. 5 Monate dauert die Schlacht. Bis in den Winter. Das Ende aller Illusionen. Was machen wir hier? Ein paar tausend Kilometer von der Heimat entfernt an der Wolga. Was hat dieser Krieg für einen Sinn überhaupt? Warum sollten wir hier ausgerechnet an der Wolga unsere Heimat verteidigen, nicht? Also es kam mir schon die Sinnlosigkeit des Krieges damals ziemlich zum Bewusstsein. Am Ende die Katastrophe. Im Eis von Stalingrad geht eine ganze Armee zugrunde. Das Schicksal dieser Männer steht für den Wendepunkt des Krieges und für seine Sinnlosigkeit. Am Anfang Siegesgewissheit. 28. Juni 1942. Die Heeresgruppe Süd greift an in Richtung Kaukasus. Das Ziel sind Ölquellen im Süden der Sowjetunion und die Wolga. Schneller Vormarsch durch Staub und Steppe. Die Niederlage vor Moskau im Winter 41 scheint längst vergessen. Immer noch in der Hoffnung, wir siegen. Ich habe also bis dahin immer noch kein Unrechtsgefühl gehabt, dass wir ein Land überfallen, ein Land zerstören, Menschen zerstören. Das war da noch nicht. Dabei sind längst auch Wehrmachtssoldaten Teil des Vernichtungskrieges. Privataufnahmen eines Unteroffiziers der 6. Armee. Terror gegen Zivilisten. Partisanenkampf. Die Spirale der Gewalt. Ja, sie haben einfach aus der Zivilbevölkerung so und so viele Männer erschossen, die noch vorhanden waren, oder Frauen. Den Kopf verhüllt und an jeden Alleebaum der Straße wurde dann ein Toter gehängt. Zur Abschreckung für die Zivilbevölkerung, dass sie Partisanentätigkeit ausübt. Die Offensive beginnt erfolgreich. Mehr als 1000 Kilometer in wenigen Wochen. Während das Gros der Truppen Richtung Baku angreift, rückt die 6. Armee zur Wolga vor. Am 23. August 1942 erreichen die Panzerspitzen ihr Angriffsziel. Die Wolga ist erreicht. Die deutsche Luftwaffe soll die Stadt sturmreif bomben. 600 Maschinen verwandeln Wohnviertel und Industrieanlagen in ein Flammenmeer. Der schwarze Rauch, der über Stalingrad hochstieg, ist durch die Witterungsbedingungen oben fast zu einem großen schwarzen Kreuz, ist also runtergedrückt worden, der Rauch. Und das sah aus, als ob ein riesen schwarzes Kreuz über Stalingrad stand. Damals haben wir alle gesagt, das Todeszeichen dieser Stadt. Doch nicht die Stadt wird untergehen. Währenddessen 3000 Kilometer weiter westlich,
Sommer in der Heimat. Von drohendem Unheil ist wenig zu spüren. Unbeschwerte Ferientage am Bodensee. Und wieder geht ein schöner Tag zu Ende. Fronturlaubern fällt der Abschied besonders schwer in diesen Tagen. Einer von ihnen ist Hauptmann Alfons Metzger. Er muss seiner Verlobten Lebewohl sagen. Acht Uhr neun fuhr der Zug, vergesse ich nicht. Ja, man umarmt sich. Da kann man nicht viel dazu sagen, es war halt schwer. Ich weiß nur, dass ich ihm sagte, komm gesund wieder. Und er ist dann auf den anfahrenden Zug aufgesprungen, bis zur letzten Sekunde sind wir zusammen gewesen. Das Rheinland, eine der wenigen Regionen, in denen Bombenschäden schon das Stadtbild bestimmen. Auch hier müssen Familien voneinander Abschied nehmen. Die großen Brüder von Arthur Kurt sind alle Soldaten. Stefan, der zweite von links, muss zurück in den Osten. Wir haben uns, das weiß ich noch, hier an der Tür verabschiedet, haben uns umarmt, sehr intensiv. Ja, und dann ist er zum Bus gegangen. Und er ist dann wieder zurückgefahren, auch mit einem Empfinden des Optimismus. Sagte ich, ich komme wieder zurück und wir wollen jetzt das in Stalingrad nur erledigen. So ungefähr hat er sich ausgedrückt. Erledigen. Das tut die 6. Armee am Anfang plangemäß. Artilleriefeuer Tag und Nacht. Dazu pausenlos Luftangriffe. In der Stadt sind 900.000 Menschen. Sie werden nicht evakuiert. Alles brannte. Das Erdöl aus den Tanks an den Ufern floss in die Wolga und brannte dort weiter. Es war ein schreckliches Bild. Überall brach Panik aus. Panik. Panik. 40.000 Menschen sterben im Inferno. Stalingrad ist ein Massengrab, noch bevor der eigentliche Kampf beginnt. Viel zu spät gibt Stalin die Erlaubnis zur Evakuierung. Ich erinnere mich noch, wie wir uns von unserem Zuhause verabschieden mussten. Ich weiß noch, die Flammen schlugen schon durch das Dach. Das werde ich nie vergessen. Unser Haus brannte, lichterloh. 4. September 1942. Deutsche Infanterie dringt in die Stadt ein. Die Bahnlinie Astrachan-Moskau, der wichtigste Nachschubweg der Sowjets, wird abgeschnitten. Doch die Rote Armee setzt sich erbittert zur Wehr. Ich habe Furchtbares erlebt. Wir haben ja Matrosen aus dem fernen Osten eingesetzt, die Armen. Es waren richtige Seeleute. Sie setzten die Helme ab und zogen dann ihre Matrosenmützen auf. Und dann stürzten sie sich mit Hurra-Geschrei ins MG-Feuer. Können Sie sich vorstellen, wie diese großen, jungen Kerle in drei Schichten den Hügel mit ihren Leichen bedeckten? Als wir dann dran waren, habe ich bemerkt, dass meine Füße in den Boden einbrachen. Ich zog das Bein raus und dann sah ich, dass ich mitten in einer Leiche stand. Ein deutscher Militärarzt schreibt in die Heimat: Jeder wünscht sich hier nur eins, am Leben bleiben. Das ist nackt und wahr. Das Letzte. Der Wille zum Leben, zum eigenen Leben. Und draußen furchtbares Kampfgetöse der Vernichtung. Mein Herz ist übervoll. Im
In den Häuserschluchten der Großstadt spielt die technische Überlegenheit der Wehrmacht keine Rolle mehr. Der Kampf tobt um jede Straße, Haus für Haus. Oft Mann gegen Mann. Ich war nur für einen Moment abgelenkt. Und als ich mich wieder umdrehte, stand da plötzlich ein Deutscher vor mir. Er kam mir riesig vor. Vor Schreck habe ich ein ganzes Magazin auf ihn abgefeuert. Ich sah, wie die Kugeln durch seine Uniform flogen und ihn zerfetzten. Ich habe mich hingesetzt und fing an zu kotzen. Es war das erste Mal, dass ich einen Menschen tötete. Ich fühlte mich wie ein Mörder. Zu Beginn der Schlacht sind die sowjetischen Verluste dreimal höher als die deutschen. 2500 Rotarmisten sterben Tag für Tag. Doch die Verteidiger verfügen über gefürchtete Spezialisten. Scharfschützen. In der Fabrikhalle, die war einerseits war russisch, die andererseits war deutsch. Wir saßen also in der Meisterbude und tanken Schnaps. Und dann sagt er, willst du mal gucken, wie gut die Russen schießen können? Hielt er also eine Zeitung aus der Tür raus und bums, war da schon ein Loch drin. Die Wochenschau verbreitet Siegeszuversicht. Der südliche Teil der Stadt ist fest in Deutschland. Unsere Soldaten hissen auf einem besonders heiß umkämpften Platz die Hakenkreuzfahne. Kein Wort zu den hohen Verlusten und schon gar nicht zur Lage der Zivilbevölkerung. Noch immer sind Hunderttausende in der Stadt. Für Hitler sind sie alle Todeskandidaten. Zwischen den Fronten. Ohne Nahrung, ohne Schutz, ohne Hoffnung. Wir saßen 7 Tage lang in einem Erdgraben, ohne Wasser. Es hat nicht mal geregnet. Mein kleiner Bruder weinte, Mama, ich hab Durst. Schließlich haben wir unseren eigenen Urin getrunken, sonst wären wir verdurstet. 8. November 1942, München, Löwenbräukeller. Hitler feiert schon die Eroberung der Stadt, die den Namen seines Gegners trägt. Ich wollte zur Wolga kommen, an einer bestimmten Stelle, an einer bestimmten Stadt. Zufälligerweise trägt sie den Namen von Stalin selber, aber denken Sie nur nicht, dass ich deswegen dort losmarschiert bin. Sie könnte ja auch ganz anders heißen, sondern nur, weil dort ein ganz wichtiger Punkt ist. Dort schneidet man nämlich 30 Millionen Tonnen Verkehr ab. Dort war ein gigantischer Umschlagplatz. Den wollte ich nehmen. Und wissen Sie, wir sind bescheiden. Wir haben ihn nämlich. Es sind nur ein paar ganz kleine Plätzchen noch da. Die Zeit spielt dabei keine Rolle. Es kommt kein Schiff mehr die Wolga hoch. Das ist das Entscheidende. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Am 19. November schneit es in Stalingrad. Der Wetterbericht der Wehrmacht meldet Nachtfrost, Nebel, schlechte Sicht. Doch in den Weiten der Steppe zwischen Don und Wolga droht Schlimmeres. Die Flanken der 6. Armee sind verwundbar. Na, wenn man dort im großen Donbogen flog und dann sah man den Don, der also da oben von Voronezh herunterkommt und dann, da stand überhaupt zunächst mal überhaupt nichts, da stand noch nicht mal, da war doch nicht mal Rumänen oder Ungarn. Und da war natürlich einfach eine riesen offene Flanke, da gab es gar keine Front in dem Sinne. Genau dort greift die Rote Armee an. Großoffensive mit mehr als 1 Million Mann. Der Gegenschlag trifft vor allem die schlecht ausgerüsteten Bündnispartner der Deutschen, Italiener und Rumänen. Die empfindlichste Stelle der deutschen Front. Unsere Kommandeure sagten uns, sofort die Waffen niederlegen und zurückziehen. Alles stehen und liegen lassen und sofort zurückziehen. Genau das haben wir auch getan. 22. November 1942. Die Reste der geschlagenen rumänischen Divisionen. Im Hinterland von Stalingrad bahnt sich die Katastrophe an. Die Rote Armee wendet die alte Strategie der Deutschen an. Einkesselung eines großen gegnerischen Verbandes.
Die 6. Armee sitzt in der Falle. 300.000 Mann. Die Eingeschlossenen sind völlig überrascht. Kein Mensch hatte uns von der Armeeführung gesagt, dass auch im Süden eine Offensive der Roten Armee vor sich gegangen war. Dass auch im Süden die Russen durchgebrochen waren. Ja, ich habe im Scherenferner, das was später oft im Film gezeigt worden ist, ich habe im Scherenferner gesehen, wie die Russen von Norden und vom Süden sozusagen zusammengetroffen sind. Der Zusammenschluss, nachgestellt für die sowjetische Wochenschau. Ein Moment voll kriegerischem Pathos. Auftakt für den ersten großen Sieg des Krieges. Diese Bilder sind nicht gestellt. Rumänische und italienische Gefangene. Von ihren Regierungen nach Russland geschickt, um teilzuhaben an Hitlers Wahn vom Lebensraum im Osten. Sie zahlen einen hohen Preis. Die Verbündeten schieben sich gegenseitig die Schuld zu. Nein, wir hatten keine Angst. Man wird irgendwann gefühllos. Man weiß ja nicht, was in der nächsten Minute passieren kann. Da hat man keine Zeit für Angst. Aber die Italiener, die hatten ständig Angst. Die haben ja gejammert wie die alten Frauen, weil sie Angst vorm Sterben hatten. Die Schuldfrage ohne Bedeutung. Auch für die Eingeschlossenen. Ein Soldat schreibt aus dem Kessel: Liebe Greta, ich glaube fest daran, dass man uns hier heraushaut. Das ist uns heute verlesen worden. Ich glaube es, weil ich an etwas glauben muss. Woran sollte ich denn sonst glauben? Lass mir diesen glauben, liebe Greta. 22. November 1942 in den Berchtesgadener Alpen. Am späten Vormittag erfährt Hitler von der Einkesselung der 6. Armee. Noch am selben Tag wird er seinen Urlaub abbrechen. Und noch am selben Tag wird er befehlen: Der Kessel ist unter allen Umständen zu halten. Kein Ausbruchsversuch. Reichsmarschall Göring verspricht, den Kessel über eine Luftbrücke zu versorgen. Doch er wird auch dieses Versprechen nicht halten. 500 Tonnen Verpflegung und Munition täglich sind das Existenzminimum für die 6. Armee. Die Luftwaffe schafft im Schnitt keine 100. Auf dem Rückweg nehmen die Flugzeuge Verwundete mit. 40.000 werden so aus dem Kessel ausgeflogen. Jeder Flug eine Tragödie. Die Schreie, das Jammern, das Stöhnen, vergessen Sie nicht. Nur das Motorengeräusch hat das dann übertönt. Jede dritte Maschine geht über Stalingrad verloren. Abgeschossen oder zerschellt bei einer Bruchlandung. Der Versuch, 300.000 Soldaten aus der Luft zu versorgen, eine tödliche Illusion. Aus der Luft helfen konnte man überhaupt nicht. Das stand für uns nach den ersten Tagen schon bombenfest. Helfen hätte man den Menschen nur können, wenn sie hätten ausbrechen können. Doch das verbietet Hitler. Um die Heimat zu beruhigen, filmt die Wochenschau Soldaten beim Pausenbrot. In Wirklichkeit herrscht längst Hunger. Der Befehlshaber der 6. Armee, General Friedrich Paulus, ein willfähriger Befehlsempfänger. Und sein Vorgesetzter, Feldmarschall Manstein, er gilt als großer Stratege. Doch beide zögern, eigenmächtig den Befehl zum Ausbruch zu geben. Hitlers Sturheit siegt über den Sachverstand der Militärs. Die ganze Hoffnung hat sich ja in diesem Satz kulminiert: Haltet aus, Manstein haut uns raus. Das war die feste Überzeugung, auch meine. Tatsächlich ist Hilfe im Anmarsch. Von Südwesten rückt ein deutsches Panzerkorps zur Befreiung Stalingrads vor. Operation Wintergewitter.
Die Truppen schaffen es bis 50 Kilometer vor die Stadt. Hoffnung für die Eingeschlossenen. Und da dachten wir tatsächlich, die packen's, die kommen ran. Und bei diesen klaren, kalten Nächten konnten wir das ja hören. Wir haben ja gehört, dass der Gefechtslärm immer näher kam. Bis er Weihnachten eben nicht mehr näher kam. Der Befreiungsversuch scheitert. Ein Soldat schreibt nach Hause. Ich liege mit einem Jungen zusammen. Er ist erst 22. Die ganze Nacht hat er geweint wie ein kleines Kind. Ich werde es nie vergessen. Weihnachten in der Wochenschau. Missbraucht als Propagandafest. Im Schutze einer starken Front rüstet die Heimat zur vierten Kriegsweihnacht. Schöner Schein an der Heimatfront. Bei den meisten Deutschen kommt in Wahrheit keine Festtagsstimmung auf. Selbst die Spitzel der SS melden in diesen Tagen, es gebe ernste Besorgnisse unter der Bevölkerung um die Männer in Stalingrad. Dort ist der Tag besonders trostlos. Kein Fest des Friedens. Viele haben geheult, weil sie an zu Hause gedacht haben, was jetzt los ist. Und Dings, dass sie auch keine Nachricht nach Hause geben können, dass niemand grüßen kann. Ja, manche haben natürlich schon gesagt, werde ich meine Angehörigen jemals wiedersehen. Ein Weihnachten der größten Verzweiflung war das. Während die Wochenschau Tannengrün und Lichterglanz in Szene setzt, meldet die 6. Armee 60 Hungertote in Stalingrad. Weihnachten zwischen Leben und Tod. Die Deutschen feierten Weihnachten in einem Keller. Sie sangen und kochten irgendetwas. Wir waren sehr hungrig und ich habe meine Mutter ständig gefragt, Mutter, wonach riecht es denn hier? Ihr fiel es schwer, mir das zu erklären. Und dann kam ein deutscher Soldat und gab mir ein Butterbrot. So was Gutes kannten wir gar nicht. Achtung an alle. Im Reichsrundfunk Grüße von allen Fronten, die Illusion der verschworenen Gemeinschaft. Achtung, die Kanalküste. Ihr Sicherungsverbände der Kriegsmarine am Kanal. Achtung, die U-Boot-Fahrer im Atlantik. Hier ist ein Unterseebootsstützpunkt am Atlantik. Achtung, ich rufe noch einmal Stalingrad. Hier ist Stalingrad. Hier ist die Front an der Wolga. Wir waren alle in einer gedrückten, aber sehr, sehr feierlichen Stimmung. Der Russe schoss nicht, zumindest in unserem Abschnitt nicht. Und für mich war Weihnachten der Himmel, diese Brücke über dem ganzen Weltall. Sternklare Nacht, der Mond, derselbe Mond, den meine Angehörigen in Deutschland sehen konnten. Nach Weihnachten greifen die Sowjets an. 10. Januar 1943. Großangriff mit Stalin-Orgeln und Artillerie. Die 6. Armee kann sich kaum noch wehren. Seit Neujahr ist Munition rationiert. Auf deutscher Seite gibt es aus diesen Tagen keine Filmbilder. Doch sowjetische Aufnahmen lassen das Inferno erahnen. Mit das Schlimmste war dieser Rückzug nach dem 10. Januar vom Westen bis in die Stadt nach Stalingrad herein, ja, auf der sogenannten Todesstraße von Pitomlik, wo also die Erfrorenen, die Verwundeten, die Toten, die Gefallenen, sagen wir schon, nicht mehr hundert, sondern tausenderweise links und rechts dieses Weges lagen. Gell. Verwunderte, wir konnten keine mehr mitnehmen, wir hatten bloß noch ein paar Fahrzeuge und die waren von meinen Leuten vollkommen natürlich besetzt, die hingen schon selber an diesen Fahrzeugen dran. Die streckten uns die Hände entgegen, wollten irgendwie noch.
Jeden Tag sterben in Stalingrad jetzt 1000 deutsche Soldaten. Wir haben die Toten an unserem Laufgraben vor uns aufgestapelt. Es war ja kalt, 30, 35 Grad, als Kugelfang. Und diese Bilder, die habe ich heute schon noch im Kopf. Wenn ein Toter, ein Kamerad, noch mit offenen Augen da lag, den man angeschaut hat. Das Stadtgebiet, das die Deutschen kontrollieren, wird immer kleiner. Es gibt keine intakte Unterkunft mehr. Wer verwundet wird, hat keine Chance. Es gab ja kein Wasser. Die Verwundeten lagen in einem Rohbau, der nicht mehr verputzt war. Die Fenster waren zugemauert. Es gab nur Kerzenlicht. Und diese Verwundeten durch die Typhuserkrankung hochfiebernd, ja, man konnte eigentlich nur mit einem guten Zuspruch, indem man etwas von zu Hause mal erzählte und dass sie doch wieder nach Hause kommen würden, etwas für sie tun. Bilder aus einem sowjetischen Lazarett. In einem deutschen hat niemand gefilmt. Doch das Leid kennt keine Nationalität. Wissen Sie, das sind so einige, die man nie vergisst. Einer rief hunderte Male am Tag, André, halt aus, ich hol dich. Und zwischen diesen Verwundeten immer wieder das Hören, André, halt aus, ich hol dich. Bestimmt war jener André der Freund, der verwundet irgendwo lag und er wollte ihn noch retten. Aber hunderte von Malen wiederholte sich immer wieder dieses Schreien, André, halt aus, ich hol dich. Ein deutscher Soldat schreibt seiner Frau: Geliebte, ich nehme Abschied von dir. Es kann noch ein paar Tage dauern oder ein paar Stunden. Du wirst im Januar 28, das ist noch so jung. Vergiss nicht, dass du für die Kinder leben musst. Gertrud und Klaus brauchen einen Vater. Wir haben uns geachtet und geliebt. Die Zeit wird deine Wunden schließen. Sie hat diesen Brief nie erhalten. Er wird von der Gestapo abgefangen. Die Rote Armee hat jetzt keine Eile mehr. Ihr Sieg ist nur noch eine Frage der Zeit. Schon am 8. Januar hatten Unterhändler die Deutschen zur Kapitulation aufgefordert. Doch die 6. Armee muss weiterkämpfen. Auf Hitlers Befehl. Ein Deutscher kam zu uns in die Erdhütte. Seine Hände waren ganz erfroren. Er konnte sie kaum noch bewegen. Matka, flehte er. Tee, Tee. Meine Mutter hat ihm Kochwasser eingeschenkt und als seine Hände wieder warm geworden waren, holte er Fotos heraus. Seine Mutter, seine Schwestern, seine Brüder. Er sprach schlechtes Russisch, aber wir konnten ihn verstehen. Plötzlich kamen andere Deutsche zu uns herein. Sie holten ihn heraus und dann hörten wir draußen plötzlich Maschinengewehrfeuer. Unsere griffen an. Meine Mutter lief hinaus und da lag der Deutsche. Er war tot. In einzelnen deutschen Einheiten kommt es zu Kannibalismus. Not siegt über Menschlichkeit. Meine Leute haben mich darauf aufmerksam gemacht. Da ist in der Nähe ein noch ganz gut genährter Zahlmeister gefallen. Und der frisch gefallene Zahlmeister wurde also gierig von Soldaten also aufgeschnitten und dem wurden Herz und Lunge rausgeschnitten, ja, und wurde sozusagen als Mahlzeit also verzehrt. Also grauenhaft. Noch immer gibt es Zivilisten in der zerstörten Stadt. Auch sie leiden unter Kälte und Hunger.
Und noch immer gibt es einzelne deutsche Offiziere, die ihren Soldaten verbrecherische Befehle erteilen. Wir mussten dann die Zivilisten erschießen. Zu Anfang haben sie sich freiwillig gemeldet. Habe ich eigentlich nie gemacht, war nicht meine Sache. Und dann mussten wir sie. Und ich war dann auch mal dran und ich habe den Mann laufen lassen. Ich habe für mich gesagt, wegen dem geht der Krieg auch verloren. Und ich nehme an, das hat mir viel Glück gebracht. Das ist meine persönliche Überzeugung. Martin Wunderlich, damals 21, verweigert den Mordbefehl. Da ist er niedergekniet, hat mir die Füße geküsst. Da hat es gar nicht geglaubt. Er hat gedacht, die schießen deinen Rücken oder was. Aber ich bin froh über die, dass ich das getan habe. Gumrak, einer von drei Flugplätzen in Stalingrad. Der einzige Weg aus der Hölle. Friedhof für Flugzeuge und für ungezählte deutsche Soldaten. Wir kamen auf den Flugplatz. Nur in der Nacht habe ich gesehen, keine Chance, der normale Lanzer, der da ausgeladen wird, keine Chance. Kein Haus, kein Bau, kein Bunker, im Freien ausgeladen. Und der Sangha ist wieder weg. Das war unmöglich. Der eine ist sowieso bald gestorben. Und es war gut, es war sehr kalt, dass die Leute schnell gestorben sind. 18. Januar 1943. Wolfsschanze, Staatsempfang für Rumäniens Marschall Antonescu. In diesen Tagen ist auch ein Offizier aus Stalingrad bei Hitler. Er soll die aussichtslose Lage schildern. Der Führer glaubte, dass die Armee, die erst gesagt hatte, wir können 14 Tage durchhalten. Dann waren 14 Tage vergangen, dann haben sie 3 Wochen durchgehalten. Dann wurden es 4 Wochen, dann wurden es 2 Monate. Dann hatten die sich angewohnt zu glauben, naja, die können auch noch 2 weitere Monate. Hinter den Kulissen des Staatsbesuchs der verbündeten Rumänen bittet der Sendbote von Paulus um Handlungsfreiheit. Im Klartext Erlaubnis zur Kapitulation. Doch Hitler lehnt ab. Ich habe eigentlich nur eine unglaubliche Enttäuschung erlebt. Denn das, was er über die Hilfe und Zusage für Stalingrad zusagte, war so offensichtlich unrealistisch, dass ich als nun damals 25-jähriger Frontsoldat, Frontoffizier und Panzeroffizier mir an den Knöpfen abzählen konnte, dass das nicht stimmte. Im Kessel erkennen immer mehr deutsche Soldaten die Aussichtslosigkeit ihrer Lage. Die Zahl der Überläufer steigt. Mehr als 300 Todesurteile fällen deutsche Kriegsgerichte gegen Deserteure im Kessel. Dennoch ergeben sich immer mehr, manchmal ganze Einheiten. Lieber Gefangenschaft als der sichere Tod. Am frühen Morgen sind denn die russischen Truppen gekommen, haben uns gefangen genommen. Und dann sind wir denn aus unseren Gräben, die vom Steilufer zur Zaritsa runter marschiert. Und ich habe mich, als ich unten war, umgedreht und habe gedacht, mal sehen, wie viel von deinen Leuten mitkommen. Da kommt ein endloser Zug von Soldaten hinter mir her. In der Gefangenschaft beginnen deutsche Soldaten für die sowjetische Propaganda zu arbeiten, fordern ihre Kameraden auf, den Kampf einzustellen. Im Sommer 1943 werden Offiziere und Soldaten aus Stalingrad dabei sein, als das Nationalkomitee Freies Deutschland gegründet wird, mit Stalins Genehmigung. Natürlich waren wir im Sinne des Dritten Reiches, waren wir Verräter, weil ich meine, ein solches System, das muss man verraten. Das ist moralische Pflicht, ein solches verbrecherisches System, was dem eigenen Volk, und abgesehen von den Verbrechen anderer Völker, dem eigenen Volk so ungeheures Leid zufügt und das in eine solche Katastrophe führt. Dagegen muss man doch wieder, das muss man verraten, da muss man gegen kämpfen. Manche Kameraden von damals sehen das ganz anders. Wer überlief oder wer aus dem Kessel gegebenenfalls in einer größeren Einheit
zum Russen überlief, der hat an dieser Stelle ein Loch gelassen und hat es damit für seine Kameraden rechts und links, die nicht überliefen, noch schlimmer gemacht. Gehorsam bis in den Tod. Ein letzter Brief aus Stalingrad. Der Tod muss immer heroisch sein, begeisternd, mitreißend. Und was ist er in Wirklichkeit hier? Ein Verrecken, Verhungern, Erfrieren, ein viehisches Sterben. Ich habe beschlossen, mein Schicksal in meine eigenen Hände zu nehmen. Selbstmorde in Stalingrad. Von keiner Statistik erfasst. Wahrscheinlich sind es Tausende. Am 28. Januar 1943 meldet das Oberkommando der Wehrmacht, in Stalingrad ist der heroische Widerstand der Verteidiger ungebrochen. Eine Meldung, die die Opfer verhöhnt. Ein deutscher Soldat irrte zwischen den Trümmern herum. Ich sprach ihn an, er konnte kein Russisch. Dann streckte er mir einen Zettel entgegen, auf dem stand nur: Wo ist hier die Gefangenschaft? Stalingrad. Am Ende ist es nur noch die Exekution einer ganzen Armee. Die Überlebenden suchen nach Schuldigen. Wer das zu verantworten hatte, der nicht kapituliert hat. Für mich heute kann es die Ausrede nicht geben, der Führer hat es befohlen. Der war ja schizophren, der Kerl, was der mit uns gemacht hat. Und es waren Generäle, die waren auf der Militärakademie und die haben gelernt, dass so ein Ding nicht mehr zu gewinnen ist. Das wussten die schon lange. 2. Februar 1943. Rote Fahnen über Stalingrad. Die 6. Armee hat kapituliert. Nach 72 Tagen im Kessel. Auch Paulus, kurz zuvor zum Feldmarschall befördert, geht in Gefangenschaft. Bis zuletzt hatte er Hitlers Haltebefehl gehorsam befolgt. Seine Männer geopfert für ein militärisch fragwürdiges Unternehmen. Kräfte binden, andere Abschnitte der Ostfront entlasten. Rechtfertigungsversuche. Die Veteranen lässt es bis heute nicht los. Bei meiner Einheit wussten wir, dass wir die Stellung halten mussten, damit die Front sich hinter uns wieder stabilisieren konnte. Und je länger wir aushielten, umso eher war die Möglichkeit gegeben, hinten im Westen wieder eine Front aufzubauen. Insofern hatten wir eine Aufgabe, selbst wenn es geschah unter Aufgabe von 300.000. Ich habe Ärzte erlebt, die nur noch die kümmerlichen Verpflegungsrationen nicht verteilt haben unter ihren Verwundeten, sondern sich selber damit am Leben erhalten haben. Ich habe geistlich erlebt, die, während sie den letzten Segen einem Sterbenden erteilten, ihn abgefühlt haben, ja, ob er noch was Rauch- oder Essbares an sich trägt, also praktisch als Leichenfledderer sich da betätigt haben. Ich habe Generale feige gesehen. In Stalingrad ist meine bürgerliche Welt verbrannt. Das war ein schreckliches Erlebnis für mich, aber nichts hat dort im Grunde diesem Inferno standgehalten. In der Heimat wird das qualvolle Sterben zum Heldentod stilisiert. Am Rednerpult Hermann Göring. Es ist letzten Endes, das mag hart klingen, ja für den Soldaten gleichgültig. Aber bei Stalingrad, bei Resch, ob er in den Wüsten Afrikas oder oben im Eisen Norwegens stirbt und fällt, wenn er sein Opfer bringt, so ist es gleich groß. Immer bringt er es für das Leben deines Volkes. Zynische Parolen der Unmenschlichkeit. Und jeder Deutsche, noch in 1000 Jahren, muss mit heiligen Schauern das Wort Stalingrad aussprechen und sich erinnern, dass dort Deutschland letzten Endes doch den Stempel zum Endsieg gesetzt hat. Viele wollen solchen Phrasen nicht mehr glauben. Das war doch kein Heldentod.
Die waren ja gar nicht mehr in der Lage, sich irgendwie zu wehren. Sie hatten ja gar keine Möglichkeiten mehr. Das als Heldentod hinstellen, das ist empörend. Die Toten von Stalingrad. Der Krieg ist verloren. Jetzt ist es grausame Gewissheit. Einer der Gefallenen ist Alfons Metzger. Offiziell gilt er als vermisst. Da habe ich also mit Gott gehadert. Und wie? Ob er diese Menschen vergessen hat. Also da, das war eine schwere Sache. Am Ende sind alle Opfer des verbrecherischen Wahns. Ehemänner, Söhne, Brüder. Sicher muss ich sagen, quält mich das. Es ist ein trauriges Kapitel unserer Geschichte, ein trauriges Kapitel im Leben meines Bruders und in unserem Leben. Deswegen hätte ich gerne Gewissheit gehabt, was ist. Und das verschafft mir immer wieder den Moment, wo ich sagen muss, ich muss an dich denken, Stefan. Du warst ein guter Bruder und ich kann dich auch nicht vergessen. Stefan Kurt. Einer von 250.000 deutschen Soldaten, die in Stalingrad ums Leben kamen. Auf sowjetischer Seite starben mehr als 500.000. In der blutigsten Entscheidungsschlacht des Zweiten Weltkriegs.